Trikon Asana. Dieses Asana heißt so, weil die Körperteile Hände, Beine und Rücken hierbei die Form eines Dreiecks bilden. Stehen Sie für dieses Asana bitte gerade. Stellen Sie die Beine bequem nebeneinander. Heben Sie die Arme langsam an, damit Sie mit beiden Schultern eine Linie bilden. Stellen Sie bitte sicher, dass die Arme gerade und ausgerichtet, also weder ober- oder unterhalb, noch vor- oder hintereinander sind. Halten Sie den linken Fuß gerade. Drehen Sie den rechten Fuß um 90 Grad nach außen. Nehmen Sie einen langen, tiefen Atemzug. Beim Ausatmen beugen Sie den Körper von der Hüfte aus langsam nach rechts. Versuchen Sie, den rechten Knöchel mit der rechten Hand zu berühren und heben Sie die Hand nach oben. Einigen von Ihnen wird es möglicherweise schwerfallen, den Knöchel zu berühren. In diesem Fall strecken Sie die Hand so weit aus, wie es angenehm ist. Bleiben Sie eine Weile entspannt in dieser Position. Normal einatmen und ausatmen. Spüren Sie, wie sich Ihr gesamter Körper entspannt. Langsam einatmen, mit dem Körper wieder in eine aufrechte Position zurückkehren und den rechten Fuß ausrichten. Nun den linken Fuß nach außen drehen und dieses Asana auf der linken Seite wiederholen. Dieses Asana ist äußerst einfach und hilfreich. Es stärkt die Hüftmuskeln und verhindert das Auftreten von Senkfüßen. Es macht Oberschenkel, Schultern, Brust und Rückenmark stark und flexibel. Bei Verletzungen an Nacken oder Rücken, Bandscheibenproblemen oder Ischiasbeschwerden sollten Sie dieses Asana meiden. Wenn Sie lange und tiefe Atemzüge nehmen und dann ausatmen, hilft es Ihnen, geistig ruhig, entspannt und frei von Spannungen zu bleiben.